So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Way of the Hunter. Jetzt so kurz vor dem neuen Update. Am 11. August kommt ja das neue Update, beziehungsweise mit einer DLC-Map raus. Eine Afrika-Map. Und ich bin schon sehr gespannt. Deshalb spielen wir heute nochmal Aurora Shores. Schönen Spaziergang, gucken, was so am Fluss geht, was so an den einzelnen besten Spots so läuft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Naja, wir gehen mal den Fluss entlang. Ja, war ja immer was. Also konnte man sich ja darauf verlassen. Oder ich gehe hier mal den Fluss hoch. Warte mal. Map. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Dann gehen wir in die Richtung. Obwohl weiblicher Schwarzbär bringt mir, glaube ich, auch keine Trophäenpunkte. Was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, aber in diesem Spiel irgendwie schon. Das müssten die auch mal updaten, ne? Alles, was eine Trophäe hat. Und beim Bären ist es ja eigentlich egal. Sollte auch zu schießen sein. So, vom Wind her sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir eine Waffe dabei haben, die für Bären geeignet ist. Ich meine, die Scout ist Jagdstufe 3 und die ist Jagdstufe 6. Die ist zu viel und die ist zu wenig. Ah ja, wir gucken erstmal uns den Bären an. Ist ja eh ein Weibchen. Können wir ja eigentlich eh versauen. Ist auch ein Jungtier. Ist auch ein Jungtier. Das heißt, ja, eigentlich nichts für uns. Ist natürlich jetzt schön, dass man gleich am Anfang des Streams was sieht, aber die sollten wir eigentlich in Ruhe lassen. Und die haut auch schon ab. Ah, da ist er. Da ist er weg. Zack. Tschüss. Schönes Wochenende. Oh. Waren es etwa zwei? Ich glaube, es waren zwei. Oder sie hat da oben nochmal gedreht und hat sich entschieden, doch über den Fluss zu laufen. Aber das sieht mir ganz danach aus, weil hier oben keine Geräusche mehr kommen. Dass sie sich dazu entschlossen hat, doch über den Fluss zu laufen. Interessant. Nee, das ist ein anderer. Das ist tatsächlich ein Männchen gewesen. Ah, doch, da, guck, das waren zwei. Also es ist ein Jungtier, Männchen mit einem Stern gewesen. Okay, das sind zwei Jungtiere. Ich habe die Map halt noch nicht so oft gespielt, oder das heißt noch nicht so oft. Also ich müsste die deutlich länger spielen, damit die alle mal ein bisschen erwachsener werden. Weil ich glaube nämlich, dass die Tiere einfach nicht altern, wenn man nicht spielt. Sondern die altern nur, wenn man auch wirklich auf der Map aktiv ist. Oder auf einer anderen Map. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert. Aber zumindest, dass man das Spiel hier spielt. Boah, ist das... Warum ist es heute so schwierig? Ist halt das schwierigere Game, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da ist er erwachsen, ein Stern. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus, nach einer guten Möglichkeit zu schießen. Nehmen wir auch wahr. So. Gucken wir uns an, das Biest. Ist das mein blutender Fleck? Mittlere Menge Blut, rosa. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt zumindest, rosa heißt, dass wir ihn in einem lebenswichtigen Organ getroffen haben. Also einem Organ, was nah am Herzen liegt. Alter. Wölfe? Wirklich? Wo? Naja. Da vorne. Frau Wolf. Weiblich. 340 Meter. Naja. Ich frag mich auch gerade, das sah so ein bisschen aus, als ob er alleine ist, ne? Also, hier liegt er schön. Aber es sah so ein bisschen aus, als ob er alleine ist. Also, ein Stern erwachsen ist natürlich... Dürfen wir rausnehmen? Oh, wir sind ganz knapp über der empfohlenen Aufbauenergie. Da hoffe ich, dass ich noch 5 Sterne in der Jagdwertung bekomme. Und ich habe die Leber getroffen. Ich hätte ein bisschen weiter vorziehen sollen. Aber Leber geht auch. Rechter Lungenflügel, den haben wir auch ganz gut angekratzt. Mit dem Höhlungsschaden. Ja, Jagdwertung noch 5 von 5. Sehr gut. Potenzial 69,7.
Der hätte wahrscheinlich noch einen zweiten Stern bekommen können, wenn er ausgewachsen gewesen wäre, aber naja. Kommt natürlich wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschüsse aus den Videos und Streams nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Kommt gern vorbei, ich freue mich auf alle. Also der hier oben, der ist natürlich sehr, sehr gut. Der liegt da schön, der hier unten auch. Aber ich glaube, ich würde mich für den da entscheiden. Das wird jetzt schwierig. Alter, es ist gar nicht so einfach mit der Waffe auf 300 Meter zu schießen. Die bewegen sich auch viel zu viel. Das sah gut aus. Ist jetzt aber nicht umgefallen. Wir müssen zum Abschuss hinlaufen. Aber guter Tipp für Anfänger, immer schön die Stelle mit X markieren, wo ihr drauf geschossen habt. Weil in diesem Spiel ist es unglaublich schwierig, die Blutspur wiederzufinden. Und markiert, 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 weil wenn ich jetzt einfach so den Hügel hochlaufen würde, also da muss ich schon, da suche ich eine Weile, bis ich den Abschuss finde. Also erstmal gucken, warte mal, ich hätte noch gar nicht geguckt, ob das jetzt ein guter Streffer war. Was sagt das Blut? Das sieht schon mal schlecht aus. Ja, ich will nicht die Pisse. Der hat sich übrigens noch eingepisst, als ich ihn getroffen habe. Rot, kleine Menge. Schade. Schade. Der wird das ausschwitzen. Tja, ich könnte es nochmal versuchen. Aber die wandern halt auch gerade, ne? Ui, die kommen auch wieder zurück. Nee. Der war auch nicht gut. Der war auch nicht gut. Sehe ich schon. Sieht schon wieder rot aus. Ich verstehe es halt nicht. Schieße ich mit der falschen Waffe drauf? Eine kleine Menge rot. Ey, das gibt's ja gar nicht. Also, ey, vom Schuss her sah das doch super aus. Boah, okay, schade. Ja, wachsen ein Stern. Okay, das ist er. Der gute Elch. Wir sehen ihn zwar nicht so gut, aber ich null mal auf 150 Meter und schieße. Also entweder ist er gleich liegen geblieben oder er hat eine andere Richtung genommen zum Entkommen. Ich glaube, er ist gleich liegen geblieben. Er sieht auch aus, als ob er gleich liegen geblieben ist. Ach, keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall ihn gut getroffen. Rechter Lungenflügel. Haben wir ihm einen reingeschossen. Top. Sehr gut. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1. Und er hatte 62,65. Also er hätte wahrscheinlich einen zweiten Stern bekommen, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Naja. Die anderen stehen alle schon auf. Er aber noch nicht. Warum nicht? Komm schon. Da liegt er. Okay. Gut, ich habe ihn gefunden. Jetzt könnten wir theoretisch nochmal auf den
auf den erschießen. Der ist erwachsen mit einem Stern. Das machen wir jetzt auch. Der ist gleich liegen geblieben. Sehr gut. So, hier haben wir den ersten, den uralten, den wir geschossen haben. Linker Lungenflügel war anscheinend dann tödlich. Jo, sehr gut. Jagdwertung 5 von 5, hat ein Potenzial von 57% und Trophäenwertung 1 Stern. Völlig in Ordnung. Der musste raus. So, den haben wir einmal beide Lungenflügel durchbohrt. Für den Herz werde ich wesentlich weiter runterziehen müssen, aber ich habe, glaube ich, auch ich hatte noch auf 200 Meter genullt. Deswegen habe ich wahrscheinlich dahin gezielt und dahin getroffen. Naja. Aber trotzdem, der hatte weniger Potenzial als der alte. Der musste auch raus. 42,95. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1 Stern. Solide. Wollen wir auch gleich mal anlegen. Und dann geht er gleich den Berg hoch. Erlegt. Sehr schön. Nächster Abschuss. Ey, es geht doch hier voran. Wie ein Kauf so weit, oder? So. Mal sehen, ob wir dieses Mal das Herz getroffen haben. Aber ich vermute auch, dass es ein Doppellungentreffer war. Es Der Baum hat ihn aufgehalten, sonst wäre er noch weiter runtergerutscht, den Hügel hier. So, gucken wir uns mal an. Nee, doch. Was sage ich da? Herztreffer. Sehr weit von entfernt. Linker, rechter Lungenflügel einmal durch. Potenzial 23,66. Er muss auf jeden Fall raus. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1 Stern. Sehr gute Herdenpflege, würde ich sagen. Top. Ach, diese Kuh. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir warten mal einen Moment. So, wenn er jetzt gleich stehen bleibt, dann... Okay. Ah, weiter hat er es nicht geschafft. Sehr gut. Dachte kurz, ich habe ihn schlecht getroffen, weil er noch steht. Aber... Nee, war okay. War okay, er hat sich ja dann hingelegt. Doch. Sehr gut. Doch mal ein Herztreffer. Also die Kugel ging schön in den linken Lungenflügel rein. Und dann ins Herz. Oder zumindest das Herz angekratzt. Ja. Sehr schön. Jagdwertung 5 von 5. Potenzial hat 32,65 gehabt. Er musste sowieso raus. Und ein Stern Trophäenwertung. Also mehr hätte er auch nicht bekommen, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Zeigt mir gerade schön die Seite. Ja, scheiß drauf. Müssen wir halt auf ein Jungtier schießen. Was soll's? Da ist das. Ist die Ziege. Ziege. So, rechter Lungenflügel. Schön rein. Sehr gut. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 1 Stern, 30,55 Potenzial, sehr gut. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Way of the Hunter hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen Herdenpflege betrieben, wir haben uns ein paar Ecken angeguckt auf der Map, wo wir noch gar nicht waren. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Tschüss.